Ich habe hier von Antenne Kaiserslautern Monopoly eine Gutscheinkarte. Ist mir tatsächlich, muss ich nachfragen. Travel-Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und herzlich willkommen zur nächsten Episode Monopoly in Real Life. Ja, wir stehen hier in Kaiserslautern vor der Marienkirche. Das ist leider kein Feld hier auf dem ganzen Monopoly-Feld, deswegen macht es Sinn, hier auch zu starten, weil ich finde, die Marienkirche ist auch eigentlich eine Sehenswürdigkeit von Kaiserslautern. Genau, kommen wir mal zum Feld. Also, Monopoly Real Life bedeutet, wir würfeln einmal so lange, bis wir eine komplette Runde hier gedreht haben auf dem Feld. Und überall, wo wir landen, da müssen wir dann so schnell wie möglich hingehen. Und da wir hier im Stadtgebiet sind, wird natürlich alles zu Fuß oder maximal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit einem E-Scooter bewältigt. Ja, ich würde nicht lang drum herum reden. Ich glaube, wir starten dann direkt mit dem ersten Wurf. Bevor es jetzt mit dem ersten Wurf gleich losgeht, kommen wir mal noch ganz kurz zu dem Feld im Allgemeinen und so ein bisschen zu ein, zwei besonderen Regeln. Also man hat hier von A bis Z wirklich alle Sehenswürdigkeiten von Kaiserslautern hier mit drauf. Gespielt wird natürlich mit dem klassischen Lautern-Symbol mit unserem geliebten Fisch. Ja, es gibt Antenne Kaiserslautern-Ereigniskarten und vom Wochenblatt eine sogenannte Pressemitteilung. Haben wir dann entweder hier oder hier dann entsprechend drauf. Dann gibt es noch Zusatzfelder, Einkommensteuer oder die Zusatzsteuer auf der Seite. Das bedeutet, wenn wir darauf landen, dann wird 10% dieses Betrags, was hier draufsteht, also sprich hier 20 Euro und hier dann 10 Euro, an einen Musiker in der Stadt später gespendet. Gucken wir mal, ob das passiert. Ansonsten gibt es nur noch eine Regel, wie auch beim letzten Mal. Wenn wir im Gefängnis landen, geht es natürlich im nächsten Zug von diesem Feld aus weiter. Und vor ziemlich genau einem Jahr habe ich meine erste Monopoly Real Life Episode gedreht. Da waren wir auch in Rheinland-Pfalz unterwegs, genauer gesagt in der Vorderpfalz. Das war die Monopoly Edition Deutsche Weinstraße. Ist auch auf meinem Kanal drauf. Ruhig mal reinklicken. Monopoly Kaiserslautern, erster Wurf. Da haben wir eine 1 und eine 4, macht 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir müssen zur Weidenkirche. Also der erste Wurf ist gefallen. Wir haben eine 5 gewürfelt. Ab zur Weidenkirche. Das ist hinten raus in die Gartenschau auf den Kaiserberg. Ich nehme euch natürlich immer so schnell wie möglich damit hin. Werde euch dann vor Ort ein, zwei wichtige Informationen über dieses Denkmal oder die Sehenswürdigkeit erzählen. Und dann wird's Brett wieder ausgepackt und weiter geht's. Auf geht's zur Weidenkirche. So, wir sind angekommen hier oben auf dem Kaiserberg bei der Weidenkirche. Hier haben wir noch eine schöne Infotafel von dieser Kirche hier. Wurde 2004 des Fördervereins hier eingeweiht. Werfen wir mal einen Blick hinein. Ja, sieht schon ganz cool aus hier, dieser gotische Baustil, diese offene Kirche. Das hat schon was. Ja, also der Weg hier hoch war schon sehr schön, hier den Kaiserberg hochzulaufen. Das Areal hier, ja, ist auch wunderbar angelegt. Ich finde es echt cool hier, so eine offene Kirche, wo ja auch tatsächlich Gottesdienste hier auch abgehalten werden. Ja, hat schon was. Also guter erster Wurf. So, also Weidenkirche, check. Und dann würde ich sagen, hier auf dem Altartisch, da packen wir mal wieder direkt das Brett aus und würfeln unser nächstes Ziel. Normalerweise steht jetzt hier der Pfarrer, aber jetzt liegt hier ein Monopoly-Brett, auch mal was ganz anderes. So, Pressemitteilung vom Wochenblatt und Radiomeldungen von Antenne Kaiserslautern liegen bereit. Unser schöner Fisch, natürlich hier Weidenkirche, man sieht es auch nochmal wunderbar hier, dass das entsprechend auch aussieht. Also dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Wahrscheinlich irgendwas hier an der Ecke.
3. Oh, ist nicht so viel. 1, 2, 3. Blaues Feld. Uns zieht es zum Abendsberg, japanischer Garten. Also, die 3 hat entschieden, es geht zum japanischen Garten. Brett ist eingepackt, wir begeben uns wieder runter. Ja, man weiß halt nie, wie die Richtung ist. Von daher kann man auch kreuz und quer laufen hier durch Kaiserslautern. Also, next stop, japanischer Garten zum Entspannen. So, und direkt hier am Fuße des Rathauses haben wir den Eingang zum japanischen Garten und das ist sogar unsere Spielfigur. Also gucken wir uns das Ganze mal an. So, und dann sind wir in Japan auch angekommen, hier mitten in Kaiserslautern. Der erste Eindruck ist schon mal super hier. Also ich muss sagen, die ersten beiden Würfe, Weidenkirche oben auf dem Kaiserberg, wunderschön. Jetzt hier ein bisschen durch den japanischen Garten rumschlendern. Also hätte in Anführungszeichen schlechter kommen können. Laufen wir hier mal eine wunderschöne japanische Runde durch. Und dann wird wieder das Brett ausgepackt. Also da muss man wirklich sagen, richtiger schöner Ruhepol hier mitten in der Innenstadt. Also eigentlich bin ich ja persönlich nicht so der große Fan von so angelegten Gärten, aber hier gerade mit dem Wasserfall und der Roten Brücke, auch vorhin das rote Eingangstor, das hat definitiv schon was und es hat ein leichtes Gefühl wirklich, als ob man in Japan wäre. Ah, das hat schon was hier, definitiv. Leider können wir jetzt nicht ewig Zeit hier verbringen. Denn wir haben noch eine weite Reise vor uns. Wir sind immer noch auf der ersten Straße auf dem Feld, weil wir eine 5 und eine 3 gewürfelt haben. Das sind jetzt nicht sonderlich die hohen Zahlen. Aber, boah, ist ja nochmal hier so ein Teich. Das ist halt das Schöne bei Monopoly Real Life. Kommt man an Orte, wo man normalerweise sonst nicht vorbeikommen würde. Herrlich. So, jetzt hier mitten auf dem Steg muss man ein bisschen aufpassen, dass man bei dieser Anordnung nicht in den Teich zu den Fischen und zu den Kois hier reinfallen. Also hier, wie gesagt, das ist eine traumhafte Landschaft hier mitten in der Stadt. Wenn man ein bisschen Ruhe und Entspannung haben will, Bachgeplätscher, finde ich das tipptopp. Man kann sogar hier die Fischchen füttern. Also für Jung und für Alt ist hier definitiv was gesorgt. Also laufen wir mal wieder zurück, packen das Board mal wieder aus und dann hoffen wir mal, dass wir ein bisschen mehr würfeln und ein bisschen vorankommen. Also, bis gleich. Also, ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, das Monopoly-Brett im japanischen Garten hier auszubreiten. Figur steht schon bereit. Also, gucken wir mal, wo die Reise hingeht. So, das ist hier eine 6 und da eine 4. Boah, jetzt fliegt hier noch so ein Düsenjet über Lautern. Also 6 und 4 macht 10. Figur auf dem japanischen Garten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist Steinstraße Theodor Zink Museum. Also kurzer, aber schöner Aufenthalt hier im japanischen Garten. Sage ich nochmal Dankeschön oder auf Japanisch Arigato. So, dann geht es jetzt ein bisschen in die Altstadt, ins Theodor Zink Museum, in die Steinstraße. So, und hier am oberen Ende der Altstadt haben wir das Theodor Zink Museum. Gucken wir mal, ob es offen hat. Nein. Das heißt, wir können leider keinen Besuch hier reinwagen. Also da drüben haben wir das Theodor-Zink-Museum. Ich habe mich jetzt hier, wo eigentlich ein schöner Biergarten ist, hingesetzt und das Brett wieder ausgepackt, alles bereit. Unser schöner Fisch steht auf der Steinstraße, Theodor-Zink-Museum, das passt. Karten liegen bereit, also gucken wir mal, was der nächste Wurf jetzt hier in der Altstadt bringt. So, da haben wir wieder eine 4 und eine 2. Also 1, 2. 1, 2, 3, 4. Drehen wir einmal um. Was haben wir denn da? Das ist der Museumsplatz, die Pfalzgalerie. Also rote Straße, let's go.
So, oben angekommen, auch ein sehr, sehr schönes Gebäude hier in Kaiserslautern. Die Pfalzgalerie, das Museum. Ich würde sagen, wir setzen uns oben auf die Treppe, packen da das Brett aus und schauen mal, wo die Reise hinführt. Einmal nochmal hier der Ausblick durch die Straße Richtung Kaiserslautern. Ist auch nicht von schlechten Eltern. So, Brett ist ausgepackt. Setzen wir unseren schönen Hecht mal wieder aufs richtige Feld. Museumsplatz gecheckt und dann geht's weiter mit dem nächsten Wurf. Wir haben eine 6. Oh ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. In das Gefängnis bedeutet laut Regel einmal ab ins Gefängnis. Und die zweite Regel, wenn wir im Gefängnis sitzen, bedeutet natürlich, ich habe jetzt 3 Versuche mit einem Pasch hier wieder rauszukommen. Wenn mir das nicht gelingt, muss ich den nächsten Wurf nehmen und laut Regeln 50 Monopoly-Dollar in die Kasse bezahlen. Bedeutet umgerechnet, ich muss 5 Euro dann einem Musiker unten in der Stadt spenden. Also gucken wir mal, was bei rausspringt. So, unser Fisch ist im Gefängnis gelandet. Bedeutet, ich habe 3 Versuche, ohne was bezahlen zu müssen, mit einem Pasch hier rauszukommen. Versuch Nummer 1, nichts. Nummer 2, auch nichts. Und die Nummer 3. Oh, ein 6er Pasch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich drehe mal kurz das Feld. Das ist eine Radiomeldung. Oh, hatten wir auch noch nicht. Gucken wir mal, was wir hier ziehen. Sie erhalten einen Gutschein für 2 Übernachtungen im Sachs Urban Design Hotel. Sie erhalten 150 Monopoly-Dollar. Oh, gucken wir mal. Gehen wir mal hier runter Richtung Sachs und probieren wir mal, ob wir den Gutschein hier einlösen können. Also, was wir jetzt natürlich auf jeden Fall machen werden, ist Richtung Sachs Hotel runterlaufen. Das ist direkt am Stiftsplatz. Und dann habe ich mir überlegt, gehe ich echt mal rein, zeige diese Monopoly-Karte, diesen Gutschein und gucken wir mal, was die Reaktion ist und was so mir entgegengebracht wird. Also, wir stehen jetzt hier vorm berühmten Sachs Hotel hier in Kaiserslautern. Gegenüber ist der Stiftsplatz, also zentraler geht es eigentlich gar nicht. Wir gehen jetzt einfach mal rein mit unserer Antenne Kaiserslautern Gutscheinkarte. Das werde ich genauso verklickern und dann bin ich mal gespannt auf die Reaktion. Auf geht's! Hallo! Ich habe hier von Antenne Kaiserslautern Monopoly eine Gutscheinkarte für 2 Übernachtungen hier im Sachs Hotel. Okay. Ist mir tatsächlich, muss ich nachfragen, sag mir jetzt so ad hoc. Nein, alles gut, das ist vom Monopoly Kaiserslautern Film, das habe ich gezogen aus Spaß, einfach nur, ich wollte mal gucken, wie die Reaktion ist. Alles gut. Trotzdem, schöner Tag noch. Also, witziger als erwartet, sie war kurz verblüfft und hat es echt kurz ernst genommen, dachte ich, okay, jetzt kommt irgendwie der Chef. Dann habe ich gesagt, komm, lösen wir es auf, ihr habt es ja gerade mitgekriegt. Auf jeden Fall sau lustig. Gut, also dann würde ich sagen, gehen wir mal rum an den Stiftsplatz und würfeln unser nächstes Ziel. So, also jetzt hier am Sachs Hotel. Das Brett ist schon wieder vorbereitet. Hier nochmal die Radiomeldung von gerade eben. Wir sind ja hier gelandet, deswegen machen wir die mal wieder gleich unten drunter. So, dann wird gleich weitergewürfelt, bevor es aber zum nächsten Ziel geht. Also nochmal sorry an Sachs, dass ich da versucht habe, 2 Übernachtungen rauszuschlagen für so eine Monopoly-Karte. Ich glaube, am Ende war es jetzt nicht ganz so amüsiert, die Frau an der Rezeption. Also Sachs Hotel, trotzdem danke, dass ihr den Spaß mitgemacht habt, falls ihr das Video seht. Da kommen wir auch noch dazu, wenn ihr weitere Monopoly-Episoden sehen wollt in Zukunft, einfach den Kanal abonnieren. Würde mich auch über einen Kommentar freuen, wo es als nächstes hingehen soll, beziehungsweise welches Monopoly Spiel, welche Spieledition ich als nächstes wagen sollte. Eine Stadt, ein Land, es gibt alles mögliche, jegliche Edition. Also lasst gerne einen Kommentar da und jetzt wird weitergewürfelt. 11. So, auch wieder eine hohe Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, wir kriegen wieder eine Ereigniskarte. Diesmal vom Wochenblatt eine Pressemitteilung. Wir haben, na, man sieht es kaum. Sie putzen das Brezel-Adam-Denkmal und erhalten von der Stadt 100 Monopoly-Dollar. Okay, jetzt muss ich mich erstmal kurz informieren, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was es ist.
das Brezel-Adam-Denkmal. Aber wir brauchen einen Schwamm und müssen das Ganze putzen. Also, ich habe kurz recherchiert. Die Brezel-Adam-Statue ist eine kleine Statue in der Innenstadt hier in Kaiserslautern. Hat einen Brezelkorb in der Hand. Laut Legende ist er früher durch Kaiserslautern gelaufen, hat ein paar Brezeln verteilt. Hättet ihr das gewusst, wer der Brezel-Adam hier in Kaiserslautern ist? Lasst gerne mal einen Kommentar da. Auf geht's zum Putzen. So, direkt hier in der Innenstadt, hier steht er, unser berühmter Brezel-Adam. Man sieht hier den Korb voller Brezeln. Also, ein bisschen staubig ist er. Ja, also, gut Brezelverkauf. Und jetzt packen wir hier das Brett aus für den vielleicht letzten Wurf. So, wir waren hier Wochenblatt, Pressemeldung, weiter geht's mit einer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben es noch nicht ganz geschafft, über loszukommen. Oh, eine Zusatzsteuer. Zusatzsteuer bedeutet jetzt, laut Regeln muss ich 10 Euro an einen Straßenmusiker hier in der Stadt spenden. Machen wir uns mal auf den Weg. Ich denke, da werden wir schon einen finden. Also ich glaube, die Zusatzsteuer werden wir hier einlösen, die 10 Euro bei dem guten Geigenspieler hier. Viel Spaß noch! So, wir sind wieder zurück am Ausgangspunkt hier vor der Marienkirche. Wie gesagt, ist ja kein Monopoly-Feld, deswegen wollte ich die auch euch unbedingt mal zeigen. Ich habe jetzt hier das Brett nochmal ausgepackt. Wir sind ja hier bei der Zusatzsteuer gelandet, die 10 Euro dem Geigenspieler gespendet. Er hat sich wirklich gefreut, tat auch wirklich Gutes zu sehen. Ja, es ist im Prinzip nach dem Wurf Schluss, aber ich möchte trotzdem den letzten Wurf hier nochmal genießen und so ein kleines Fazit ziehen. Wir waren jetzt knapp 4 Stunden jetzt hier in Lautern unterwegs, sind kreuz und quer quasi durch die Stadt gelaufen. Ich habe mal auf die Uhr geschaut im Handy, das sind jetzt knapp 6 Kilometer auch gewesen, also ein bisschen Sport haben wir auch gemacht. Es lohnt sich definitiv, das Feld hier sich zu holen, sind echt coole Sachen drauf. Wie zum Beispiel auch die Waschmühle. Wenn jetzt Hochsommer wäre, wäre das natürlich auch ein super Spot gewesen. Leider wäre das dann ausgefallen, hätten wir das jetzt in der Runde geschmissen. Also lasst gerne einen Kommentar da, welches Monopoly-Feld, welche Edition als nächstes gespielt werden soll. Und jetzt genießen wir nochmal den letzten Wurf. Letzter Wurf. Das ist eine 3 und eine 6. Das sind 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, da hätten wir nochmal eine Radiomeldung gezogen. Mal gucken, was das Ganze hier gekommen wäre. Rücken Sie vor bis zur Fritz-Walter-Straße. 1. FC Kaiserslautern. Ja, ich habe es vorhin noch gedacht, das wäre eigentlich der Klassiker gewesen. Hätte das noch, oder wäre das noch gekommen, besser gesagt. So, also einmal vorrücken, komplett außenrum hier. Zack, zack, zack. Und wir sind gelandet hier beim Heimatverein in Kaiserslautern, bei unserem 1. FC Kaiserslautern. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, das ist ein bisschen schade, dass es jetzt vorher in der Runde nicht gekommen ist. Ich würde trotzdem jetzt gerne noch zum Stadion hochgehen und diesen letzten Wurf sozusagen einfach nochmal mit aufsaugen für die Episode. Wir können ja für die zukünftigen Folgen einfach die Regel festhalten, mit dem letzten Wurf, wo man über loskommt, muss man dann auch noch das letzte Feld nehmen. Sprich, das war jetzt hier diese Radiomeldung von Antenne Kaiserslautern. Ab zum Betzenberg, hoch zum FCK. Auf geht's! Damit wäre Monopoly Kaiserslautern Edition abgehakt. Hat wirklich super viel Spaß gemacht. Und jetzt gehen wir, wie soll es auch anders sein, nuff auf den Betzenberg. Auf geht's FCK! So, jetzt hier vorm Horst-Eckel-Tor. Wir sind angekommen. Deutschlands höchstes Fußballstadion. Wir sind auf dem Betzenberg. Aber irgendwie, die Kleidung passt hier noch nicht sonderlich gut. Deswegen passt das doch schon viel, viel besser hier zum FCK. Also, Monopoly Real Life Edition Kaiserslautern ist damit offiziell beendet. Wir führen die neue Regel auf jeden Fall für die weiteren Episoden ein. Danke fürs Einschalten. Lasst ruhig ein kostenloses Abo da, um die weiteren Videos nicht zu verpassen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder hier in diesem Stadion zu den Stadionvlogs auf meinem Kanal. Ja, da freue ich mich auch schon wieder auf die neue Saison. Also, bis dahin, macht's gut. Bis bald.